Ich glaube, es geht schon wieder los. Oh okay. Ja, das ist aber toll hier. Wer haben wir da? Wer haben wir da? Welche Rolle ist das? Ja, welche Rolle? Ist das ein Horrorfilm oder ist das ein Cartoon? Das ist nicht eure Mutter. Hallo, ich bin der Fred, der Frosch. Ich komme ganz am Anfang vor. Ich springe einfach direkt ins Wasser. Und ja. Ich lebe halt auch im Teich. Und ich bin auf der Suche nach Pam und Dex und Mac. Und die müssen nämlich eine wichtige Petition unterschreiben. Aber ihr seid ja, wenn ich das so sagen darf, Stadtvögel. Wenn ich das hier richtig informiert bin, rede ich jetzt mit Delroy ja. Und mit Junk. Chump. Chuck. Oh, Chump. Oh. Chump. 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 Entschuldigung, ich bin schlecht informiert. Ja, kriegst du Probleme. Wir sind hier alle zusammen. Wir erleben ein Abenteuer. Zu sehen, was das Leben sonst noch zu bieten hat. Ja, eigentlich war es cool, aber dann kam Gwen, weißt du, meine Frau, und meinte, wir sollen mal in Urlaub fliegen. Und da wollte sie eigentlich nicht hin, weil ich dachte, dass ich da keinen Spaß habe und das zu gefährlich ist. Das sind Zugvögel auf Durchreise. Reisen? Was für eine dumme Idee. Okay, du bist unmöglich. Weil ich einen sicheren Ort zum Leben gefunden habe? Ich will, dass wir rauskommen und die Welt sehen. Ja. Von deinem Papa, sag mal. Der ist, ich habe ihn ganz anders eingeschätzt, ne? Der ist echt ein Draufgänger, also der ist jetzt neuerdings auch mein Held. Und also hätte ich nicht gedacht, dass der so aus sich rauskommen kann, der Papa. Naja, also seit unserer Reise finden die mich ganz cool, muss ich sagen. Vorher war ich irgendwie, glaube ich, nicht so beliebt. Da war ich der strenge Vater, aber jetzt trauen die mir zu. Ich glaube, die sind manchmal richtig genervt von mir schon, weil ich jetzt die ganze Zeit in Urlaub will. Und Pam, ja, was denkst du denn über deinen Mann, Mac? Jetzt verschnabel ich nicht. Über meinen Mann Mac denke ich, dass er plötzlich, ja genauso wie er seine Kinder überrascht hat, natürlich auch seine Frau total überrascht hat. Am Anfang ist er ja ein Feigling und ein Angsthase und traut sich nicht, hat die Hosen voll, die Federn voll. Und dann kommt plötzlich die Verwandlung. Und das finde ich gut. Los geht's! Schwanzfederdrehung! Check! Flügel ausbreiten! Check! Lasst uns fliegen! Unsere Idee war ja eigentlich, dass wir nach Jamaika in Urlaub fliegen. Und durch einen blöden Zufall habe ich mich halt verflogen und bin dann in dieser großen Stadt gelandet, in die ich ja gar nicht wollte. Und das hat mich dann schon überfordert. Da sind Tauben. Tauben sind richtig mies. Die sind gefährlich und die wollen das Essen klauen. Und dann sind da Autos und es ist laut und dreckig. Und das ist auf jeden Fall nicht so, wie mir dieses Urlauben versprochen wurde. Wo sind wir hier? Ihr seid ein Paradiesvogel, ein Papagei und eine Taube. Chump, bist du sowas wie der Babu, also die Baba, also der Boss, die Chefin der Tauben? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Würde ich schon sagen, ja. Aber netter Chef oder nette Chefin. Ich weiß gar nicht, ist Chump ein Junge oder ein Mädchen? Keine Ahnung. Ach, das ist egal, heute. Ist eigentlich wurscht, ne? Also, ja, nett bin ich. Keine Sorgen, Chump hilft euch. Hör zu, Junk. Wie hast du mich gerade genannt? Tut mir leid, hört hier noch jemand anderes den Namen Junk? Nein, Chump und nicht Junk. Gut, also hör zu, Junk. Wie hast du mich gerade genannt? Tut mir leid, hört hier noch jemand anderes den Namen Junk? Chump, wie würdest du denn Delroy beschreiben? Boah, Delroy ist auf jeden Fall ein emotionaler Paradiesvogel auf eine Art auch. Und ein ganz, ganz freundlicher Herzensvogel. Ja, oder? Komm, das ist sexy. Ja. Aber, ne, unter Entschuldigung, anderem, ja, groß, muskulös. Oh, stimmt, ja. Ich vergessen zu erwähnen. Genau. Ich habe euch ein Abenteuer versprochen und das hier ist das, was ich versprochen habe. Was ist denn dieses Kaka-Problem? Ja, das ist ja immer so mit den Kindern, wenn man dann auf Reisen geht, ne? Genau in dem richtigen Moment oder im falschen Moment, dann muss nochmal irgendwie an der Raststätte gehalten werden.
In dem Fall bei uns in der Luft. Du bist alt genug, um es hier oben zu machen. Wir haben ein Kackerproblem. Oh, so ist es halt. Also ich meine, das wird jeder, der diesen Film sieht, der wird, oder jeden, dem du im Teich davon erzählst, der wird das Problem kennen, wenn man Kinder hat. Das ist so. Wurde mir gesagt. Aber es ist eklig. Jeder Vogel macht das in der Luft. Und was, wenn da unten irgendjemand guckt? Niemand da unten guckt. Ich hab gesagt, wir landen nicht. Wir landen auf gar keinen Fall. Aber es hat sich gebessert, oder? Ja, ja. Oder wollen wir nicht drüber reden? Das ist ja auch schon eine Zeit lang wieder, ja. Das war ja letzten Sommer. Ja, stimmt. Letzten Winter. Sie ist ja jetzt schon älter. Es ist jetzt schon älter. Ja, hat sie es jetzt mittlerweile? Ja, ja, die kann das jetzt. Im Griff. Bist du sicher, dass niemand guckt? Gwen Mallard, los, sonst fliegen wir ohne dich. Und Delroy, ich meine, du bist ja auch befreundet mit Chump. Wie würdest du Chump beschreiben? Chump war ein cooles Haus. Da ist dort gekommen, hat gesagt, der Taube, hey, ich bin hier der Chef. Und da ist eine Business, whatever, Frau oder Mann, weil hat gut behandelt, ne? Business-Taube. Business-Taube, ist eine Business-Taube. Und aber unter all diese harte Schale ist eine sehr emotionale, weil hat geweint, habe ich gesehen. Ja. 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 Wir beide sind emotional. Ja. Eine kleine Turteltaube eigentlich. Ja. Wir wollen nach Jamaika. Na kommt der Turteltauben, es ist hier entlang. Wow, wir fliegen nicht durch diese verrückte Todesfalle von einer Stadt. Bleibt einfach dicht bei mir und alles wird gut. Man sollte definitiv mal das Gespräch mit den örtlichen Tauben suchen. Wahnsinnig zuvorkommen sind die und ja, bei denen kann man auf jeden Fall gut speisen. Das ist empfehlenswert, ja. Man sollte darauf achten, nicht überfahren zu werden. Alles okay. Ja, nein, mir geht's gut. Wir kriegen das hin. Haha, knapp vorbei, Bus. Genau. Nirgendwo gegenzufahren, fliegen. Man sollte Luxusrestaurants meiden. Weil man dann möglicherweise als Ente à l'orange endet. Was ist Ente à l'orange? Das bist du. Mit Orange obendrauf. Ich habe seit 3 Jahren Französisch und beherrsche die Sprache nicht. Das bist du, mit Orange obendrauf. Genau, ja. Was? Hier geht es nicht um irgendeine Reise. Es geht um Abenteuer. Also nächstes Jahr waren wir Costa Rica, dann Neuseeland. Japan ist auch auf der Liste. Und Türkei wollen wir auch noch machen. Damit beenden wir dieses verrückte, wunderbare Abenteuer. So, hola chicas y chicos. Lieb bleiben. Das doch nicht. Afro Weihnachten. Ah ja, auch noch. Tschüss. Und viel Spaß im Teich eurer Nähe und im Kino.